Des Tages den Superman erzeugt hat, der schon früher von okkulten Theorien vorhergesagt worden war. Nach Hitlers Überzeugung entwickelte sich die Menschheit alle 700 Jahre einen Schritt vorwärts. Ihr letztes Ziel sei die Erschaffung der Söhne Gottes, einer neuen Rasse, die alle schöpferischen Kräfte in sich vereine und unendlich viel höher stehe als der heutige Mensch. Um ihre magischen Kräfte zurückzugewinnen und ihre ursprüngliche Identität als Göttermenschen wiederherzustellen, mussten die Arier sich einfach nur selbst reinigen. Als sogenanntes Menschenmaterial für die Schöpfung des neuen Herrenmenschen sollten die Mitglieder von Himmlers SS dienen. Nur die gestelltesten jungen Männer wurden in diese rassische Elite aufgenommen. Sie mussten groß, blond und blauäugig, gebildet und von rein arischer Abstammung sein. The SS had been Die SS-Männer waren im Allgemeinen eher große, gut gebaute Krieger. Himmler hatte festgelegt, dass sie mindestens 1,70 Meter groß sein mussten. Er selbst war übrigens kleiner. Neben dieser Mindestkörpergröße wurde gefordert, dass sie vollkommen reinrassig waren. Offiziere der SS mussten tatsächlich eine rein deutsche Abstammung bis zurück ins Jahr 1750 nachweisen. Der Grund für diese extrem strenge Auswahl wurde spätestens im Oktober 1939 deutlich, als Himmler einen Fortpflanzungsbefehl erließ. Jeder SS-Mann, egal ob verheiratet oder nicht, hatte demnach die heilige Pflicht gegenüber Führer und Vaterland, so viele gesunde arische Kinder wie möglich zu zeugen. Eine von Himmlers Ideen betraf die Polygamie. Die Herrenrasse könnte nämlich sehr viel schneller geschaffen werden, wenn die SS-Männer in der Lage wären, mehr als nur eine Frau zu haben. Schon 1935 hatte Himmler einen Verein namens Lebensborn gegründet, mit dessen Hilfe zur Stärkung der Wehrkraft die Geburtenrate erhöht werden sollte. Eigene Entbindungsheime sollten es auch ledigen Müttern ermöglichen, Kinder guten Blutes zur Welt zu bringen. Und Himmlers Planungen gingen noch weiter. Nicht nur schon schwangeren Frauen sollte hier bei Geburt und Erziehung ihrer Kinder geholfen werden. Der Lebensborn sollte es überdies ermöglichen, dass ledige junge Frauen von SS-Männern begattet werden konnten. Himmler erklärte, dass junge deutsche Frauen, die bislang keinen Freund oder Ehemann hatten finden können, durchaus nicht auf die Freuden der Mutterschaft verzichten müssten. Nach den Richtlinien des Lebensborns war ein uneheliches Kind keine Schande, solange die Mutter rassisch einwandfreies Blut nachweisen konnte. Frauen hatten hier nur eine Aufgabe, jene Kinder zu produzieren, die irgendwann einmal zur Herrenrasse führen würden. Circa 8000 Kinder wurden zwischen 1935 und 1945 in den Entbindungsheimen des Lebensborns geboren. Viele dieser Kinder haben ihre Eltern nie kennengelernt. Das offizielle Organ der SS forderte, dass die Anzahl der Wiegen ständig die Anzahl der Särge übersteigen müsse, denn nur so könne die Zukunft gesichert werden. Wenn ihre Mütter dies wünschten, wurden die im Lebensborn geborenen Kinder praktisch Eigentum der SS.
Einige wurden in den Heimen des Lebensborns aufgezogen, während andere durch die Familien von SS-Mitgliedern adoptiert wurden. In späteren Jahren wurden aber auch sogenannte rassisch wertvolle Kinder mit arischen Merkmalen aus den besetzten Gebieten entführt und in Lebensbornheimen eingedeutscht. Die Gesamtzahl der entführten Kinder lässt sich nicht mehr feststellen. Doch 1948 schätzte eine polnische Zeitung allein die entführten Polen auf 200.000. In Deutschland wurden sie nach allen Regeln der NS-Doktrin erzogen. Den Traum einer neuen Germanisierung hatte es schon lange vor Hitlers Machtantritt gegeben. Und schon damals war der Hintergrund rassistisch. Im 19. Jahrhundert blühten in Deutschland wie in Österreich zahlreiche Organisationen, die rassistische Ansichten mit okkulten Praktiken vermengten. Wirklich populär wurden ihre Ideen allerdings erst nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Das einst so mächtige Deutsche Reich war nach 1918 besiegt, entwaffnet und dem Wohlwollen der Siegernationen ausgeliefert. In ehemals wohlhabenden Städten schlichen Kriegsversehrte durch die Straßen wie Gespenster. Jemand, der in Berlin der 20er Jahre aufwuchs, wird die Stadtlandschaften mit den Krüppeln aus dem Ersten Weltkrieg nie vergessen. Diese Versehrten hatten natürlich keinerlei Rente. Oft ohne Arme oder Beine bettelten sie in den Straßen. Dieses Elend in den Großstädten wird man nie vergessen. Millionen hatten damals keine Arbeit. Die Inflation war außer Kontrolle geraten und Rezession, Hunger und Armut waren allgegenwärtig. Vor Hitlers Machtantritt sah ich sehr viele Demonstrationen, deren Ursprung das reine Elend der Menschen war, die Massenarbeitslosigkeit und die daraus entstehende Armut. Sie forderten, gebt uns Brot, gebt uns Arbeit. In ihrer Verzweiflung suchten viele Menschen nach einem Sündenbock. Angst und Misstrauen gegenüber Ausländern wurden stärker und links- und rechtsextreme Parteien buhlten um die Gunst des Volkes. Adolf Hitler, der sich bei Kriegsausbruch freiwillig gemeldet hatte, lebte nach dem Krieg in München. 1919 wurde er als V-Mann einer Reichswehrpropagandaabteilung auf linksgerichtete Organisationen angesetzt. Sein weiterer Lebensweg sollte sich allerdings noch im selben Jahr vollkommen verändern, als er den Auftrag erhielt, die Deutsche Arbeiterpartei zu beobachten. Der Reichswehr-V-Mann stieß hier keineswegs auf eine kommunistische Gruppe, sondern auf eine der vielen völkischen, extrem rechtsgerichteten Gruppierungen, die es damals in Bayern gab. Ihm gefiel, was er auf den Sitzungen hörte. Er wurde Mitglied der Partei und schon 1921 ihr Vorsitzender. Diesen schnellen Aufstieg verdankte Hitler vor allem seinem rednerischen Können. Einem agitatorischen Talent, dem im Mai 1920 auch der junge Rudolf Hess erlag. Als er nach Hause kam, sprang er förmlich die Treppen hinauf und sagte, heute Abend habe ich einen gesehen, der Deutschland wieder so wichtig machen wird, wie es vor dem Kriege war. Er ist der Einzige, der fähig wäre, dies zu leisten. Hess war überzeugt, dass der mitreißende Redner, dem er gelauscht hatte, der Messias sei, der von vielen okkulten Kreisen im Land schon lange erwartet wurde. Gemeinsam mit dem rassistischen Philosophen Alfred Rosenberg gehörte Hess zu den Anhängern der Thule-Gesellschaft, einer der wichtigeren okkulten Gruppierungen des Landes, die aktiv nach einem deutschen Messias suchte und sich ganz der Wiederbelebung der arischen Herrenrasse verschrieben hatte. Ihre Mitglieder beschäftigten sich mit Astrologie und okkulten Wissenschaften, aber auch mit durchaus bodenständigen politischen Anliegen. Gleich nach dem Krieg hatten sie eine verhängnisvolle Rolle im Kampf gegen die noch junge Republik gespielt. Emblem der Thule-Gesellschaft war ein Dolch vor geschwungenem Hakenkreuz. Zu den Mitgliedern der Thule zählten damals einige der einflussreichsten Münchner, sodass es der Gesellschaft